But like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey. Hallo, liebe Chemiker. Mein Name ist Morgan Fassbender. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Stuttgart. Und meine Ziele mit Chemie sind, so früh wie möglich den Klassenerhalt zu erreichen und mich stetig weiterzuentwickeln. Ich hatte ehrlich gesagt Chemie davor nicht so auf dem Schirm. Und durch Gespräche mit meinem Berater, der hier auch schon mal ein Spiel hatte, wurde ich auf Chemie aufmerksam. Habe mir dann ein paar Videos angeschaut auf YouTube und habe die Fans gesehen und das Ganze hier drum und dran. Und es hat mir sehr gefallen und deshalb bin ich dann zu Chemie. Ich dachte mir, wie das sein kann, dass eine Mannschaft, die in der Regionalliga spielt, so viele Fans hat. Und das hat mich einfach interessiert und das fand ich richtig super. Ja. Also ich habe mein erstes Jahr dann, hat mich voll rausgebracht. Mann, sorry, was macht der? Also ich habe angefangen, mein erstes Männerjahr war bei SGV Freiberg. Da habe ich ein halbes Jahr gespielt, bin dann in die Regionalliga Bayern zu Illertissen. War dann, nein. Ruhe jetzt! Du bist Trainer! Bist du doch Trainer! Ja, ist Trainer. Es tut mir leid. Nochmal die Frage. Letztes Mal wirklich. Und bin dann daraufhin zu Göppinger SV. Hab da anderthalb Jahre gespielt und noch eine erfolgreiche Zeit gehabt. Und jetzt bin ich hier. Ja, schnell wie möglich den Klassenerhalt zu erreichen. Das ist ein realistisches Ziel. Ich würde sagen, ich bin ein sehr schneller Spieler. Ich bin gut im 1 gegen 1 und bin torgefährlich. Also bei mir dreht sich alles um Fußball. Wenn ich frei habe, trainiere ich selber, bin im Fitnessstudio oder komme hier auf den Platz, mache extra Einheiten. Aber bei mir dreht sich echt alles um Fußball. Stimmt, also ich bin schon ein ernster Typ. Also ich kann auch lachen und ich habe auch viel Spaß mit meinen Freunden, aber ich bin schon auch ein bisschen zurückhaltender. Wenn ich da meine Eltern vermisse, rufe ich die an über FaceTime, dann quatschen wir. Natürlich vermisst man seine Familie immer, wenn man nicht bei denen ist, aber ich bin jetzt auch alt genug und denke, kann auf eigenen Beinen stehen. Ja. Man hat schon Träume und Ziele auch. Man weiß nie, ob es klappt, man muss halt immer das Beste geben. Aber ja, ich würde schon gerne auch hörspielen. Wenn es klappt, ist perfekt. Also ich muss ehrlich sagen, früher war es sehr, sehr schlimm. So von einem Jahr, wenn ich da meine Großchance vergeben habe, konnte ich die Nacht nicht schlafen. Aber mittlerweile lernst du damit umzugehen. Und deswegen ist es nicht mehr so schlimm. Ja.